und Englisch eine 2 hier ganz oben. Dann habe ich in Naturwissenschaften auch eine 2. In Wirtschaft, Arbeit und Technik habe ich eine 1. In Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde habe ich eine 1. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht da draußen, meine Lieben. Was war das denn? Guckt euch das mal an. Da steht Barney. Ja, es hat geschneit draußen. Voll schön. Mara Maus, du hältst schon deine Zeiten? Vor unserer Tür wird schon sauber gemacht gerade. Gut, jetzt draußen hat alles weggemacht. Vom Auto und vom Gehweg und so weiter, ne? Genau! So, mit O. Ja, wir haben es schon 48, jetzt kann ich meine Taschen gar nicht mehr wechseln. Ich wollte eigentlich mein Geburtstagsgeschenk heute mal benutzen, aber da habe ich jetzt keine Zeit mehr zu. Jetzt habe ich meine Sachen gestern Abend hier drin abgestellt. Jetzt wird draußen vor der Tür gefegt. So. Also Leute, falls ihr Erfahrung habt im Thema Eiweißspaltung, ja, ich möchte gerne wissen, wie ich ja meine Eiweiße spalten kann, weil ich glaube, meine Nieren können keine mehr zersetzen, richtig. Falls da jemand ist, der sich damit auskennt, unbedingt in die Kommentare. Ich nehme jetzt trotzdem meine Autofahrjacke. Ich habe meine Schuhe noch nicht mal angezogen. Ich weiß auch nicht, welche Schuhe ich anziehen soll, wenn ich alles sein soll. Schlüssel. Okay. So. Ich glaube, ich bin nämlich langsam auf der Spur nach meinen körperlichen Einschränkungen. Auch Thema Gallenblase. Meine Idee ist es, meinen Körper einfach wieder komplett heile zu bekommen durch selbstständige Heilung. Also er kann sich ja selbst heilen und gerade die Leber und so, ne? Das müssen wir ja nicht, das wisst ihr ja alle. Und da würde ich gerne meinen Körper unterstützen. Durch Bitterstoffe und so ein Krams. Vielleicht habt ihr ja da schon Erfahrungen, könnt mir was dazu sagen. Ich wollte gerade nochmal. Aber egal. Okay. Schuhe anziehen und raus geht's. Warte. Ja, schön. Marlenchen ist weg. Meine Mama auch. Wir sind jetzt zu Hause gerade angekommen. Ich wollte auch eigentlich unterwegs noch filmen, habe es dann aber doch nicht gemacht, weil ich stand im vollen Halteverbot mit der Polizei zusammen. Also sprich, ich bin da einfach angehalten. Das sind ja auch nur Menschen. Ich bin da halt angehalten und da wollte ich jetzt nicht noch groß meine Kamera rausholen. Das wäre ein bisschen too much gewesen. Ich habe mir nichts getrunken. Jetzt muss ich schon das Kind quälen, rauszugehen. Dabei haben wir das erste Mal seit Jahren so einen Schneeberg vor der Tür liegen. Mann, ey. Ich hasse es, wenn ich meine Kinder zwingen muss, rauszugehen. So, Scheibenwischwasser niedrig. Wie man hier auf dem Schnee hin und her rutscht. So. Scheibenwischwasser niedrig. Habe ich gerade alle gemacht. Bei diesem Wetter Autofahren ist natürlich immer so ein Ding, ne? Wer sagt schon? Was wollte ich sagen? Mama, ich hab hier eine Schneemann.
Da muss ich sie mal kurz verkloppen. Ja! Ich habe es jetzt gerade noch geschafft, den Geschirrspüler anzumachen. Jetzt vibriert gerade meine Uhr. Ich habe mit meine Anmeldedaten werden nicht erkannt. Ach so. Oh nein, die Katze hat hier wieder hingebrochen. Langsam weiß ich echt nicht mehr. Ich gebe es auf, die Katze. Ich gebe die Katze jetzt einfach auf. Was ich jetzt schon alles gemacht und versucht habe, keine Ahnung. Ich bin langsam mit meinem Latein echt am Ende. Jetzt muss ich das hier erstmal wegmachen, Alter. Ekelhaft. Liegt sie da umsonstig auf der Heizung? Warte. Ich überhole dich. Nervig. Echt nervig. Boah, Zeba, was zum Sprühen. Hello, it's me. Okay, reicht. So, Leute. Ach, hier ist der Haken, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Hallo. Waren die Kinder hier drin oder was? Ich hasse es, wenn die Haare so komisch sitzen. Egal. Ich habe, was soll ich sagen? Die ganze Zeit Besuch gehabt. Und habe mich natürlich dementsprechend um den Besuch gekümmert. Eine ganz, ganz alte Schulkameradin. Aus der Grundschule und Oberschule. Wir haben uns super viel unterhalten über das Thema Leber, Leberwerte, Ernährung. Und das war echt interessant, also wirklich. Und ich habe ja viel zu viele Informationen bekommen. Ja. Also wenn ihr euch da auskennt, haut gerne eure Infos unten rein. So. Ja, was soll ich sagen? Ich habe heute wieder anscheinend sehr wenig gefilmt und das macht mich gerade schon wieder ein bisschen sauer und böse und traurig und alles gleichzeitig zusammen. Ich hatte aber halt von um 14 Uhr bis um 19 Uhr fast Besuch. Naja, egal. Das muss auch mal sein. Ich habe das sehr genossen, also wirklich. Sorry Leute, dass ihr heute wahrscheinlich ein relativ kurzes Video bekommen habt. Ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht Kamikaze bin. Und Matthias frage, ob ich nicht einfach den Vlog quasi zwei Tage zusammenpacke. Sprich den Samstag und einfach den Sonntagvormittag. Weil normalerweise filme ich ja in der letzten Zeit den Sonntag gar nicht mehr. Aber morgen mache ich einen Hackbraten. Und vielleicht interessiert euch das ja. Vielleicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das echt cool wird. Sein würde. Ich werde bei Matthias gleich fragen, der kommt gleich nach oben, was er davon hält. Und bis dahin, ich liebe dieses Geräusch, wenn Produkte alle gehen. Und so lange sage ich euch, das, was wieder von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Guten Morgen. Hack mich bitte nicht, was hier im Hintergrund läuft. Matthias guckt sich das gerade an wie ein Verkehrsunfall. Also wie so ein Gaffer, meine ich auf Deutsch, ne? Ja!
Maramaus, komm mal her wieder. Maramaus ist gerade rübergegangen zum Bäcker in der Hoffnung, dass wir dort frische Eier herbekommen. Weil die umliegenden Häuser hier schon viele Hühner haben. Und ich einfach glaube, dass man eventuell da die Chance hat, frische Eier zu bekommen. Ich mache Bacon und warte auf die Eier, damit ich dann noch Rührei machen kann. Maras hat sich ausgezogen. Mara Maus hat den Geschirrspüler. Ist der voll? Mama, nee, mich nicht. Dann räum doch die drei Sachen vom Tisch rein und dann machst du den bitte gleich an, damit du frisches. Ich weiß nicht, wie man sowas anmacht. Na komm her, dann zeig ich dir das gleich mal. Da noch die Tasse holen, ich mach noch hier das mit dir. Zeig ich dir das einmal. Kann es sein, dass ihr früher voll auf so bunte Sachen standet? Eigentlich nicht bewusst. Oh, da ist sogar noch Platz. So, jetzt nimmst du ein Pad. Was? Ja, was ist bitte ins Körbchen rein, bitte? Dann überlegst du, ob es doll verfettet, verschmutzt ist oder ob es so Schmutz ist. Und dann guckst du einfach eigentlich zwischen 1 und 2. Mhm. Das ist, geht so bei Ulala und das ist bei Haarkoffer, schmutzten Sachen. Und was ist das jetzt? Das ist Ulala, ne? Ja, ich würde sagen Ulala, machen wir hier runter. Dann ist auf die 1. Das ist P1, Programm 1. Und dann muss ich gleich die Klappe ziehen. Und dann guckst du, ob da auch das Licht angeht. So. Warum bleibst du noch mit ihm hier unten, ja, ne? Ja. Ey Leute. Die Hausärztin, wo wir bis jetzt waren, also jetzt diese einen Maler da. Ich glaube, die Hausärztin ist wirklich richtig schlecht. Ich möchte jetzt hier keine böse Vermutungen aussprechen, aber ich glaube, sie handelt ganz schön fahrlässig. Kann man das so nennen? So, ja, heute ist Sonntag. Das heißt, und es ist der letzte Tag im Monat. Das heißt, wir werden uns an die Buchhaltung ranmachen. Matthias freut sich, der ist schon richtig außer Rand und Band hier. Ne? Er kann sich schon nicht mehr, also der ist wirklich richtig nervös und aufgeregt, weil er nicht mehr weiß, wohin mit seinem Glück. Ja, deine Mutter. genau, und das machen wir jetzt erstmal. Ich muss wieder einscannen, scannen, beschriften, suchen. Das Übliche. Machen wir erst deins oder erst meins? Das ist beide Scheiße. Was ist das hier mit dem Block? Den drehe ich noch. Okay. 04. Ha? Später. So, erstmal checke ich einmal meinen. Du musst aber da zumachen, weil du sonst nichts siehst, oder? Ich sehe alles. Bei mir ist alles cool. Ist das nicht? Vergeht es nicht? Nee, gar nichts. Außer der Staub ein bisschen. Hi, wir basteln heute. Ah, was bastelt heute? Hä? Mich sieht man gar nicht. Gut, wir basteln heute mit Papier. Mit Briefmarken und mit Stiften. Und jetzt fangen wir schon mal an. Und hoffentlich hat er euch das Video. Kannst du den Satz schneiden? Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Gebt einen Daumen hoch und tschüss.
Tschüssi. Mara Maus guckt ein bisschen Fernseher. Charlie, magst du ein bisschen rausgehen? Ein bisschen an die frische Luft? Geh mal ein bisschen raus, Schatzi. Ein bisschen in die Sonne liegen, mein Schatz. Mama! Ja? Ich fange jetzt mit dem Mittag an. Ich mache es rund hier auf. Hey! Hä? Was denn? Hey, du hast gesagt, wenn ich jetzt hier aufräume, dann... Gehen wir gleich los. Ja, ich muss bloß das Essen vorbereiten. Ich mache das Essen nicht fertig. Ich muss es nur ein bisschen vorbereiten, weil... Jetzt habe ich die Eier alle benutzt. Du hast so lange Zeit, dass ich alles aufräumen kann. Ich wollte eigentlich zwei Eier haben fürs Fleisch. Fertig. Ich habe schon gar nicht gerade. Ja, der Thermomix knetet das Zeugs. Ja, das möchte ich ja. So, ich mache jetzt, ich bereite jetzt einen Hackbraten vor mit Bacon und Zwiebel und so weiter. Und dann wollte ich eigentlich noch mit Maris ein bisschen spazieren gehen. Beziehungsweise er kann Fahrrad fahren. Das Ding ist, Maris, dass es saukalt ist für deine Finger draußen, ne? Ja, aber wenn ich mit dem Roller fahre, dann nicht. Natürlich, es ist auch kalt für deine Finger. Mama, Darf ich mal ganz genau hingucken, ne? Dann weinst du. Okay. Ich will mich nicht weinen. Du musst es nur einatmen und riechen. Du bist zu weit weg, Hase. Ah. Ich weine. Und noch weinst du nicht. Guck. Guck. Ich weine. Mama. Mama. Guck mal, die Muffin sehen jetzt nicht mehr so gut aus. Guck. Hier, Mama, essen wir da auch mit? Kalte Pommes? Was? Kalte Pommes? Ja. Essen wir das hier auch mit? Das ist voll lecker. Mama, essen wir das hier auch mit? Das ist voll lecker. Alter Kuchen? Ja. Also ich habe jetzt gerade zwei Zwiebeln genommen. Eine große Zwiebel, wenn ich jetzt nehme ich gerade noch zwei Zehe Knoblauch. Darf ich die dann. Die werden nicht gequetscht. Wo machen die dann hin? Die mache ich einfach in den Thermomix. Ja! Darf ich die in die Thermomix machen? Jetzt? Jetzt kannst du zwei Toastscheiben nehmen. Okay. Ich muss den erstmal einmal mixen lassen hier oben. Okay. Du kannst die gleich wieder rauf. Ja, ist jetzt blöd, dass ich keine Eier mehr habe, ne? Ich hab nicht dran gedacht. Jetzt da rein. Warte, ich mach rein. Oh. Nee, warte, da reicht mal noch ein Stück. Raus. Oh. Da war knapp. Ja. Aber Mama, noch weiter rein, gibt's da auch Enten, wo kann ich trotzdem mal gucken? Da war einfach ein Riesenstück. Das ist nicht schlimm. So, Leute. Mara Maus wollte euch doch was erzählen. Ja, ich habe gestern mein Zeugnis bekommen, also, ja. Sie hat jetzt eine Stubenrasse und kriegt ein eigenes Haus im Garten, weil sie so viel Strafen bekommt dafür. Also Leute, ich werde euch jetzt mein Zeugnis zeigen von meinem Halbjahreszeugnis. Also es ist ganz okay, aber jetzt nicht der Burner. Mathe, Deutsch und Englisch, eine 2 hier ganz oben. Dann habe ich in Naturwissenschaften auch eine 2. In Wirtschaft, Arbeit und Technik habe ich eine 1. In Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde habe ich eine 1. In Gesellschaftswissenschaften habe ich eine 2. In Ästhetik, weiß nicht mehr, was das ist, gäbe es nicht. In Musik habe ich eine 3. In Kunst habe ich eine 1. In Sport habe ich eine 3. Also heute mache ich mal die Verabschiedung. Das war's wieder von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Und wir hoffen, es hat euch dieser Vlog heute gefallen. Und ja, tschüss.